Ja, du hast verschlafen. Du armer, armer Tropf. Wie sieht's aus? Oh, morgen scheint wieder die Sonne. Also raus mit dir. Ich will dich nicht mehr in meinem Haus haben, würde ich jetzt sagen. Aber das wäre jetzt echt fies. Danke. Hat mir irgendwer geschrieben? Nein. Keiner schreibt mir das. Was ist das denn hier, bitteschön? So, dann holen wir jetzt noch den Kumpan raus. Mhm. Hi, was geht ab? Sieh an, Blitz. Werd schnell groß. Ja, das werde ich ewig und 3 Tage sagen, ey. Bis er denn groß genug ist, dann brauche ich den zum Beispiel nicht mehr bürsten. Das ist auch gut. Nein, falsche Richtung. Komm her. Komm her und raus mit dir. Und raus. Ja, lauf, lauf, lauf. Lauf, Forest. Ah, jetzt muss ich überlegen, wie es war. Nein, komm schon. Hau ab. In die Richtung. Danke. Baumstumpf brauche ich nicht jetzt erstmal alles gießen? Ja, ich denke, so kann man das machen. Ich meine, das wird... Ich hoffe, das zählt denn noch. Dann werde ich 2 lassen. 2 Gurken. Die anderen Gurken werde ich dann erstmal in die Tonne packen. Oh, das wird gut. Das wird gut. Das wird so gut. Ich sag's euch. Tada. Und zack. Das Gute ist, wenn ich erstmal alles voller Wiese habe, im Prinzip den Großteil in voller Wiese, dann muss ich mir halt auch keine Gedanken machen. Wegen Unkraut, das meiste wird ja denn eh nicht denn wachsen. Dann ist das meiste, die meiste Fläche bedeckt und dann. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, ihr bleibt denn schön da. Obwohl die eine kann ich schon mal mitnehmen. Dann gehe ich das blaue Kraut holen, weil mein Plan ist es jetzt, ich gehe das blaue Kraut holen, schmeiß im Prinzip die Gurke ins Wasser und dann habe ich ja wieder ein bisschen Taschenplatz und dann kann ich zurücklaufen, das in die Truhe packen, mir die zweite Gurke holen, weiter höheren, weil das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und da dann oben im See die Gurke reinschmeißen. Oh, da war der Polizist. Der Polizist. Ach. Ja, das mit den immer ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, wo ich das reinschmeißen muss. Ich glaube hier. Ich schmeiß es mal hier rein. Ja, genau. Da seht ihr die Erntegöttin. Na, wenn das nicht Zeno ist, woher ich deinen Namen weiß, so bin ich eben. Danke für deine Gabe. Ich glaube, ich muss jetzt 10-mal was von meiner Ernte reinschmeißen. Bevor die mir irgendwas gibt. Es ist, glaube ich, so, bei den ersten 10 gibt sie mir halt eine Powerbeere. Und dann, wenn ich dann später verheiratet bin oder so, dann nochmal, glaube ich, 10 oder 20 oder viel mehr, ich weiß es nicht mehr. Ist es auch so, dass sie euch einen Wunsch erfüllt und dafür sorgen kann, dass zum Beispiel ein Mädchen, das ihr mögt, denn euch zugeneigter ist. Boah, ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich das jetzt verkacke, ne, mit dem Dings. Aber ich riskiere es einfach, sage ich es mal so. Ich meine, wenn der eine jetzt nur... Oh, verdammt. Okay, lass nur das so. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr in der Tasche. Hm, habe ich jetzt echt nur die 2 mitgenommen. Ich riskiere es einfach, morgen hinzugehen. Eventuell vor verschlossenen Türen zu stehen. Und kein Mehl mehr kaufen zu können. Dann ist das halt so. Ich glaube, ich muss das hier reinschmeißen. Ah, doch, Tatsache, da passiert was. Seht ihr das? Mhm. Okay, also immer schön jetzt die Gurken in den See schmeißen, bevor der bisher irgendwas sagt. Soll ich es riskieren? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie lange die offen haben. Aber ich riskiere es einfach und renne so schnell wie der Wind. Bis ich da bin, ist es bestimmt 16 Uhr oder so. Hm.
Es gibt aber auch keine Abkürzung, weil die Wege genau gleich lang sind. Das könnte euch vielleicht so vorkommen, dass ihr sagt, hey, wenn du jetzt hinten rumgegangen wärst, wäre es vielleicht kürzer gewesen, aber nein, das ist es nicht. Ich sag's euch, das ist es nicht. Ich habe schon alles ausprobiert. Wichtig ist halt einfach nur nicht nirgendwo hängen zu bleiben. Aber vielleicht ist ja Fortuna uns hold und sagt, hey, ja, du bist so schnell geflitzt und gerannt und gemacht und getan, jetzt ist es erst 3. Vielleicht haben wir Glück und die haben bis 4 Uhr offen. Bitte lass sie bis 4 Uhr fahren. Bis 17 Uhr! Wuhu! Hätte ich mich ja gar nicht so beeilen sollen. Schwein gehabt. Aber die Karin ist da. Hey, Karin! Hallo! Das ist ja... Wahnsinn. Es kostet 50, ja. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ach, das geht schon wieder nicht, ne? So. Okay. Kann ich jetzt raus? Ja, so. So kann ich raus. Ich werde auf jeden Fall noch Grassamen kaufen, das ist kein Ding. Aber jetzt am Anfang immer so viel zu kaufen, ist immer ein bisschen anstrengend. Weil wir einfach nicht die Finanzen haben und einen Rucksack oder die Ananassaat ist halt in diesem Fall einfach mal wichtiger. Aber wir schaffen es hoffentlich, doch, wir schaffen es noch rechtzeitig, bevor unser Händler kommt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen den, komm, ich sag schon, unser Mehl in das Ding schmeiße, ey. Nein, du nicht! Aber du! Habe ich alles? Habe ich alles. Können wir noch ein bisschen Holz hacken? Da es eigentlich viel mehr, eigentlich keinen Sinn macht, ob ich jetzt einfach nur auf dem Boden Holz hacke oder so. Zum Beispiel gibt es einen Unterschied. Hier würde schon, glaube ich, ein silberner Hammer reichen, aber hierfür braucht man echt diesen blauen Hammer, diesen Osmythril-Hammer. Dann geht es einfach mal wesentlich schneller, aber so ist es auch in Ordnung. Hallo, hallo. Ich schaue einfach mal, ist kurz und klein. Ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Schade, dass er nicht anzeigt, wie viel wir gekriegt haben. Ah, ist ja nicht sehr viel. Ist ja jetzt nicht der Burner gewesen. Wie viel kriegen wir für Gurken? 60. Na gut, genauso viel wie mit für die Blumensaaten. Sag schon. Für die Steckrüben. Das sind ja Steckrüben. Wie jetzt... Oh, ich hoffe, ich gucke morgen nicht in den Fernseher und sag hier, morgen regnet es wieder. Das wäre so ätzend. Das ist immer so ätzend. Aber wir gehen jetzt ohne Tagebucheintrag schlafen. Auf jeden Fall scheint die Sonne. Wo der immer das Essen herkriegt, ne? Das ist mal eine Frage. Und es scheint die Sonne! Hier seht ihr, ist das Pferderennen. Können wir auch noch nicht Platz teilnehmen, weil einfach wir natürlich kein Pferd haben, sondern nur ein Pony. Und das Pferd darf halt noch nicht, außer... Aber das Gute ist, es... Oh, verdammt, jetzt muss ich echt aufpassen. Ich kann ja immer nur eine. Naja, dann machen wir es lieber so. Denn lieber so, als anders. Ich werde das, glaube ich, auch so machen, dass immer, wenn wir mehrere Gurken haben, dass ich dann immer 2 Gurken abzweige, anstatt jetzt diese eine. Das macht überhaupt keinen Sinn. So habe ich das ein bisschen im Blick. Kann schon mal mein Pferd rufen. Damit es auch ein bisschen rumrennt. Sonst heißt es immer, das Pferd rennt nicht. Ich würde so gern. Aber ich habe so Angst. Ich überlege gerade, das sind 3 Bambussprossen und... kommst du nur, du Hotdog, oder kommst du gar nicht? Ah, da ist es doch schon. Einmal gebürstet. Sieh an, sieh an. Ja.
Das Gute ist, wenn das Pferd auch größer wird, dann kriegt es auch endlich Satteltaschen. Dann kann ich auch was in das Pferd reinschmeißen. So. Und dann haben wir schon mal das Richtige. 1 und 2 und 3 und 4 und 5. So. Eigentlich könnte ich jetzt hoch zum Fluss der Erntegöttin laufen, weil ich weiß, dass da halt noch Pupuri und so stehen. Aber es wäre den anderen, finde ich, unfair gegenüber, weil Karen sehe ich zum Beispiel nur eventuell halt im Supermarkt, außer ich weiß ja, wo sie ihre Plätze hatte. So ist es ja nicht. Sie geht zum Beispiel, glaube ich, dienstags und sonntags immer nachmittags. Geht sie an den Fluss der Erntegöttin und könnte ich ja einfach sagen, hey, ja, komm. So und so sieht's aus. Aber ich finde, das wäre dann zum Beispiel Mary nicht fair gegenüber, weil Mary zum Beispiel auch ein bisschen schwierig zu finden ist. Ach, komm schon. Ich wollte es doch nehmen. Und ich will halt jetzt, wenn ich jetzt bei den anderen bin, ich bin schon wieder viel, viel weiter. Und ich will das ein bisschen ausgeglichen haben, solange ihr euch noch nicht entschieden habt, wen ich denn heiraten soll. Ich kann ganz klar sagen, Mary ist auf jeden Fall meine Favoritin. Ich liebe diese Mary, weil sie trägt eine Brille, sie hat schwarze Haare, sie liebt Bücher. Und ich trage eine Brille, ich habe keine schwarzen Haare. Aber ich hätte gern schwarze Haare. Müsste ich mir mal wieder färben. Und ich liebe Bücher. Darum, ich finde Mary einfach so süß, weil sie ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Außenseiterin. Alle sagen vielleicht, ja, Ellie ist ja ziemlich leicht rumzukriegen mit Popuri. Sie gehört sie zu den echt die einfachsten Leuten, um die klar zu machen. Und Mary ist da vielleicht eher so ein bisschen die Außenseiterin, weil die viele vielleicht nicht so hübsch finden wegen der Brille oder so. Und das würde ich dann halt echt schade finden. Da finde ich Mary schon eigentlich lieber. Ellie ist so... Ich sag's euch mal so meine Reihenfolge von den Leuten. Ne? Mary ist mein absoluter Favorit. Dann kommt im Prinzip Anne. Denn Anne mag ich zum Beispiel, weil sie in den anderen Harvest Moon-Teilen auch sehr schön dargestellt wurde. Als im NES-Teil zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das ob der noch einen Untertitel hatte oder so. Gibt's Anne zum Beispiel auch, da ist er Bastlerin zum Beispiel. Und ich finde da das Bild von ihr einfach sehr schön. Und sie sieht auch sehr hübsch aus. Und rote Haare sind auch mal was Cooles. Muss man dazu sagen. Was ich jetzt noch machen möchte, ist... Ich will mal was ausprobieren. Und zwar gucken, ob ich nicht vielleicht schon mal die Angel oder so kriegen kann. Dazu müsste ich aber erstmal noch die Steckrübensamen wegbringen. Weil dann könnte ich auch zwischendurch mal einfach mal angeln. Ich habe zwar noch kein Futter. Das ist aber auch nicht so schlimm, finde ich. Könnte ich ja mal gucken. Ich glaube, Futter kostete gar nicht so viel. Oh, und los. Dann kann das nämlich dahin. Oder dann kann ich ja noch ein bisschen Futter kaufen oder so. Weil das ist eigentlich auch cool. Ich glaube, man kriegt dafür auch eine Beere, wenn man eine bestimmte Anzahl an Fischen... Nee, Quatsch, wir kriegen eine bessere Angel. Wenn wir eine bestimmte Anzahl an Fischen halt in unserem Teich haben. Das geht halt eigentlich nur entweder, wenn wir permanent Fische reinschmeißen. Oder wenn wir so, sagen wir mal so, um die 10 Fische drin haben und die täglich mit Fischfutter versorgen. Denn paaren die sich ja auch nach einer Zeit. Hallo Xeno, hast du was in meinem Haus zu erledigen? Nee, aber wir können da mal reingucken. Ich glaube, mit der Ellie haben wir noch nie, mit der Ellen haben wir noch nie gesprochen, oder? Hallo Xeno, es wird wärmer. Du zeigst mir jeden Tag irgendeinen Käfer, der gerade aus dem Boden gekrabbelt ist. Aber sehr schönes Häuschen. Muss ich schon sagen. Hast du sehr schön, dein Haus. Ist hier noch irgendwer? Briefkasten. Hier ist der Briefkasten. Wie geht es deinen Eltern? Hab ich keine Ahnung. Sagst du es mir? Okay, wir hätten auch reingehen können und was kaufen können. Jetzt ist da. Hallo, samstags gehe ich runter ins Dorf. Ach, das kennen wir schon.
Komm, reden wir mal mit dir. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ah, die sagen halt noch mehrere Sachen, aber ist egal. Wie viel kostet das Fischfutter? Und jetzt übertreib's nicht. Das ist Fischfutter. Gib jeden Tag etwas Fischfutter in den Teich. Wie viel willst du kaufen? Kommt drauf an, wie viel es kostet. Oh, 20 Stück. Jetzt übertreibst du es aber. Ich habe einen Fehler gemacht, fällt mir gerade ein. Ah, verdammt. Machen wir nur 10. Nee, nur 10. Vielen Dank. Ich lasse das Fischfutter in die Futterkiste der Farm bringen. Ja. Wie viel kostest du? Jetzt übertreib's aber nicht. In dieser Tonne kann eine Menge Zeug... 5000. Ja, verzichten. Weil wir brauchen auch ein bisschen Geld, ehrlich gesagt, für Lose. Für das öffentliche Pferderennen. Ach Mensch, wieso sind wir so pleite? Ich verstehe das einfach nicht. Das ist so traurig. Wir sind voll pleite. Verdammt. Ist egal. Uhu! Weiberklatsch. Die Frauen aus dem Dorf treffen sich zur Mittagszeit auf dem Platz. Es ist lustig, ihren Geschichten zuzuhören. Basil kann nicht mitreden, denn er redet immer nur über Pflanzen. Hier ist Karens Mutter. Es ist sehr lustig, wenn Frauen ein Schwätzchen halten, aber... Aber was? Wenn Mana einmal anfängt zu plappern, ist sie kaum zu stoppen. Das hier ist Marys Mutter. Lilias Mann ist auf der Suche nach einer bestimmten Wüstenblume, die nur einmal in 10 Jahren blüht. Die soll ihr helfen, wieder gesund zu werden. Ich beneide Lilia darum, aber sie ist einsam. Vielleicht hätte ich ihm nicht von der Blume erzählen sollen. Ach, der ist abgehauen einfach. Oh, einen schönen Nachmittag wünsche ich dir. Ich komme oft hierher zum Platz, wenn ich ein bisschen Zeit übrig habe. Ich habe zwar selten Zeit, aber ich liebe Orte, an denen die Leute zusammenkommen. Es macht Spaß, anderen Leuten Geschichten zuzuhören, nicht? Was soll denn dieser Blick? Natürlich höre ich auch mal anderen zu. Es ist nur, du sagst ja nie etwas, also muss ich immer selber reden. Als ich ein Teenager war, lebte die Frau vom Gasthofwirt noch und ich habe viel mit Sascha und Lilia gespielt. Damals war Duke schlank und ein ziemlich toller Typ. Und jetzt ist er ein Suffbold, sag's doch einfach. Sag doch einfach, wenn du unglücklich in deiner Ehe bist. Dann mache ich aus dem Bauern einen Rechtsanwalt. Ach, hier ist der Strand, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Der Strand. Hier wohnt zum Beispiel auch Zack. Bei der Tür steht etwas in kleiner Schrift. Sechs Haus, nur mit Erlaubnis betreten. Und hier kommt eigentlich immer ein Fischer. Ich weiß nicht, ob er jetzt nur tagsüber kommt oder auch abends. Wir können ja mal bis 6 Uhr warten. Und ich habe natürlich nichts in meinem Dings, was ich ja nutzen könnte, um zu warten. Aber gut, ich könnte euch ja noch in der Zeit Zusatzinformationen liefern. Also bei den Herzen zum Beispiel, ne? Gibt so ein Liebesbarometer. Ihr habt euch ja schon gesehen, dass da unten so kleine Herzchen sind, immer wenn ich mit den Weibern rede. Also das wird zu schwarz, also fängt mit schwarz an, wird violett, dann wird es blau, dann wird es grün, dann wird gelb, dann orange und bei rot. Und wenn so rot ist, können wir sie heiraten. Voll gut. Ach, das sind Powerberries. So sieht es nämlich aus. Wir haben einen Sommer. Im Sommer gibt es halt Tomatenfest, Hühnerfest, Kuhfest, großen Eröffnungstag und so. Im Winter ist es denn noch schon ein bisschen weniger. Jetzt komm schon. Komm, gib mir deine Angel. Kommst du raus? Kommst du nicht raus? Und? Komm raus. Komm raus. Ja, nur mit Erlaubnis. Nur mit Erlaubnis betreten. Wieso kommt er denn nicht raus? Ich will doch nur die Angel haben. Menno! Dann halt nicht. Dann behalt doch deine blöde Angel. Ich finde dich voll doof. Haben wir Frühling, ja. Toll, jetzt ist Duster, ist die Eule uhut schon und dann... Ich lieg immer noch nicht im Bett. Was soll das? Wir müssen doch ins Bett. Ist doch schon spät. Ach, das ist so ärgerlich.